Jeck oder genau richtig? Ein Gesundheitspolitiker fordert jetzt die Absage des Saalkarnevals. Dabei ist er selbst Karnevalist. Ja, das fordert der Chef des Gesundheitsausschusses im Bundestag, Erwin Rüttel. Bislang drückten sich ja Bund und Länder vor dieser unpopulären Entscheidung. Ja, Jeck oder genau richtig, darüber diskutiere ich jetzt mit Erwin Rüttel. Und ich möchte auch jemanden begrüßen, dem solche Entscheidungen wahrscheinlich besonders wehtun würden, nämlich Henning Krautmacher, Frontmann der berühmten Höhner. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Rüttel, Sie sind selbst, ich habe es gerade gesagt, begeisterter Karnevalist. Was bewegt Sie sich jetzt? Was bewegt Sie jetzt dazu, die Absage zu fordern? Also, man sieht im Moment, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Wir haben alle die Bilder im Kopf von Heinsberg, von Ichkel, jetzt vom Ballermann. Ich bin der festen Überzeugung, Abstandsregeln und in Verbindung mit Alkohol, das ist kaum umsetzbar. Und deshalb halte ich es für sinnvoll, dass wir jetzt in diesem Jahr für den November den Karneval absagen, zur Sicherheit, zum Schutz der Bevölkerung, aber auch zum Schutz des Ehrenamtes und auch zum Schutz unseres schönen rheinischen Brauchtums. Das halte ich für sehr wichtig und diese Verantwortung dürfen wir auch nicht allein den Vereinen übertragen. Hier ist die Politik gefordert und ich denke, dass hier die drei Bundesländer im Rheinland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Saarland gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen, den Karneval für den November abzusagen, dann die Entwicklungen abzuwarten. Und ich bin als Karnevalist Optimist und ich hoffe, dass es schneller geht mit dem Impfstoff und dass wir vielleicht noch 2-3 Wochen Karneval in 2021 feiern können. Herr Krautmacher, angenommen, im November darf die Karawane nicht weiterziehen. Wie geht es Ihnen dann damit? Ja, das Problem haben wir jetzt schon seit einigen Monaten. Aber eins muss ich jetzt erstmal vorwegschicken. Als ich gestern angerufen worden bin und mir erzählt worden ist, dass der Herr Rüttel den Karneval absagen will, hat das bei mir ein ganz anderes Bild ausgelöst. Jetzt gerade nach dem Monolog habe ich festgestellt, Herr Rüttel ist ja einer von uns. Er ist ja auch eine Jeck. Und seine Befürchtungen sind ja nicht einfach aus der Luft gegriffen. Ich bin dabei, dass wir abwarten müssen. Ich denke, es ist in der Tat jetzt noch zu früh, den Karneval komplett abzusagen. Gestern habe ich auf diese Aussage reagiert mit den Worten, der Karneval ist nicht absagbar. Das Fest des Karnevals war immer ein Fest, was aus dem Volk heraus geboren wurde. Und wir hatten ja selbst beim Golfkrieg damals die Situation, dass die Jecken dann gesagt haben, die Träne, die du lachst, musst du nicht kriechen. Auf Hochdeutsch, die Tränen, die du lachst, brauchst du nicht zu weinen. Und der Karneval ist gefeiert worden. Gefährlich wird die ganze Sache nur dann, wenn es aus den Fugen gerät, wenn man das nicht in irgendeiner Form reglementiert, wenn die Menschen sich nicht an die Abstandsregeln halten und dann ähnliche Bilder gezeigt werden, wie wir sie eben auch in dieser Sendung gesehen haben. Also da bin ich dabei, aber die Hoffnung stirbt immer zum Schluss. Der Karnevalsauftakt findet ja im Freien statt am 11.11. Wir stehen im engen Kontakt mit den Karnevalsgesellschaften, mit denen wir ja auch viele Verträge haben. Wir einigen uns auch da. Wir sind da auch zu Kompromissen bereit. Müssen wir ja. Wir sind da irgendwo eine große Gemeinschaft, die alle nur das Beste wollen und haben natürlich die Hoffnung, dass ein Impfstoff gefunden wird. Wenn dem nicht so ist, dann müssen wir nach den Ferien erstmal sehen, was passiert im November und ob es dann zu einer Absage, einer offiziellen Absage kommt. Ich will es mir noch nicht vorstellen und ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass man auch hier kreativ wird, wie es auch in diesen Tagen passiert. Ich komme gerade von einem Konzert. Gestern Abend haben wir ein großes Open Air in Bonn in der Rheinaue gespielt. Die Leute haben sich alle an die Regeln gehalten. Also das muss auch für den Karneval machbar sein. Ja, Herr Rüttel, warum kann man mit dieser Entscheidung nicht noch ein bisschen warten, so wie Herr Krautmacher das gerade angesprochen hat? Also die Vereine sind alle in den Vorbereitungen. Die Vereine haben Verträge mit Künstlern geschlossen. Die Künstler brauchen Orientierung, die Vereine brauchen Orientierung. Und als Gesundheitspolitiker ist mir zumindest bewusst, dass also, wenn gefeiert wird, man eine riesengroße Verantwortung eingeht. Und diese Verantwortung darf man nicht allein
beim Ehrenamt abladen. Und auch die wirtschaftlichen Risiken, die die Vereine eingehen oder eingegangen sind, die müssen aufgefangen werden. Die können nur aufgefangen werden, wenn von Seiten des Staates der Karneval abgesagt wird. Für die Künstler gibt es Rettungsschirme, für die Solo-Selbstständigen gibt es Rettungsschirme, für die Vereine gibt es keine Rettungsschirme. Ich weiß, mir ist bewusst, die Vereine brauchen die Künstler und die Künstler brauchen die Vereine. Aber wir brauchen auch eine starke Struktur bei den Vereinen, damit die auch in Zukunft Karneval feiern können, Künstler engagieren können. Und deshalb denke ich, ist es ein kleiner Beitrag, im November auf den Karneval zu verzichten, zumindest so zu verzichten, wie wir ihn bisher kennen. Ich habe ja auch differenziert zwischen Saalkarneval und Straßenkarneval. Ich denke da auch an die Aerosole, ich denke an Hallen, die Umluftanlagen haben. Also das ist alles nicht so einfach. Man muss also die Gesundheitsaspekte sehen. Und wichtig ist, dass wir die Verantwortung nicht beim Ehrenamt abladen und dass wir unser schönes Brauchtum pflegen. Dafür brauchen wir die Vereine, dafür brauchen wir die Künstler und hier brauchen wir eine Lösung. Und mein Vorschlag ist, wir probieren das mal mit der Absage für November, um Kräfte gemeinsam zu sammeln für Januar, Februar 2021 und dann in der Hoffnung, dass das dann im Herbst 2021 wieder ganz normal wird. Herr Krautmacher, wir haben gerade gehört, es geht um Existenzen. Sollte jetzt im November der Karneval abgesagt werden? Die Höhner sind seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Karnevals. Geht es dann auch für Sie an die Existenz oder können Sie das gut noch abfangen, bis das Jahr 2021 dann startet? Naja, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Die Höhner haben das große Glück, erstens schon seit so vielen, vielen Jahren im Geschäft zu sein. Und was noch viel wichtiger ist, die Höhner hatten das Glück, und das ist wirklich die Ausnahme, ein paar Hits landen zu können. Und wenn man dann gut wirtschaftet, dann kann man auch eine gewisse Zeit überbrücken. Aber das Leben und auch insbesondere der Karneval, der besteht ja nicht nur aus der Musikgruppe Höhner, sondern da sind auch ganz, ganz viele sehr, sehr junge Bands. Da sind nicht nur Musikgruppen, da sind Tanzchors, da sind Einzelkünstler, die da auftreten, Redner, allesamt sind ja davon betroffen. Ich bin ja gar nicht so weit weg von Ihnen, Herr Rüdel. Ich habe nur eine etwas abwartendere Position. Und ich gebe zu bedenken, es gibt ja noch eine ganze Reihe von Leuten, die auch Ideen haben. Ich weiß, dass die Gesellschaften, aber auch das festordnende Komitee, wie man so schön sagt, dann in engen Austausch auch mit dem Festkomitee, mit dem Präsidenten, mit Christoph Kuckelkorn, die haben ja erstmal Pläne in der Schublade liegen. Welchen Plan sie nachher ziehen, das ist abhängig von der Entwicklung. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und mir ist es einfach auch für den November noch zu früh zu sagen, nee, wir sagen einfach rigoros ab. Aber Herr Krautmacher, eins haben wir ja gesehen in letzter Zeit, wenn ich da einhaken darf. Alkohol, Hallen und Sicherheitsabstände, das ist jetzt nichts, was wirklich gut funktioniert, oder? Das ist richtig, also das sollte man vordergründig so annehmen, aber ich habe eine andere Erfahrung jetzt aktuell gemacht. Wir haben eine ganze Reihe von Autokino-Konzerten gespielt, da ist Alkohol natürlich tabu, weil die Fahrer ja gar nicht trinken dürfen und das Ganze wurde jetzt abgelöst von Open-Air-Veranstaltungen. Wir haben im altehrwürdigen ehemaligen Milowitsch-Theater sogar ein Konzert gegeben. Die Menschen halten sich an die Regeln und ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist. Wir haben jedenfalls keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir haben auch sogenannte Biergartenkonzerte gemacht, wo Menschen in Sechsergruppen an einer solchen Bierzeltgarnitur, so nennt man die, glaube ich, sitzen. Und da ist auch das ein oder andere Gläschen Kölsch oder ein Gläschen Wein getrunken worden. Aber es ist niemand über die Stränge geschlagen. Und ich habe auch hier die große Hoffnung, dass die Jecken, die Karnevalisten, sich an diese Regeln halten wollen, weil sie wollen ja ihr Traditionsfest feiern. Und ich sag's nochmal, ich bin da auch beim Festkomitee und bei den Gesellschaften, ich würde es nicht so gerne dem Zufall überlassen. Also ich fände es schon toll, wenn man das Ganze wirklich festordnend ein bisschen begleiten könnte. Herr Krautmacher sagte, Sie wollen zu Wort kommen, ich höre es. Ja. Herr Krautmacher sagte, Alkohol und trotzdem Abstand, das geht schon. Sie glauben da nicht dran?
Also ich glaube da, also die Karnevalisten sind besonnene Menschen. Also da bin ich also mit dem Herrn Krautmacher einer Meinung. Die wissen auch mit Verantwortung umzugehen. Das sind vernünftige Menschen. Aber ich habe auch die Sorge, dass also vielleicht nach dem 10. Bier vielleicht die Vernunft etwas nachlässt. Also ich habe die Sorge, und man hat ja, kennt ja die Bilder, und wenn es nachher heißt, der Karneval ist die Ursache dafür, dass wir eine zweite oder dritte Welle in Deutschland haben, dann haben wir dem Karneval keinen Gefallen getan, dann haben wir unser Brauchtum beschädigt. Und deshalb ist meine Meinung, Besonnenheit zu wahren und den Vereinen, und das sind nicht nur die festordnenden Vereine in Köln, sondern um Köln herum gibt es tausende von kleinen Vereinen, die Orientierung brauchen, die auch gern mit den Künstlern zusammenarbeiten. Und deshalb glaube ich, kann man sich also nicht auf das festordnende Komitee in Köln allein verlassen, sondern es ist wichtig, dass also von der Politik offiziell für November der Karneval abgesagt wird. Ich denke, man muss das so machen, dass also noch Möglichkeiten, und ich denke, das gibt auch dann Zeit, um im Januar, Februar vielleicht, wenn wir dann, wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich bin Optimist, vielleicht einen Impfstoff haben und wir dann zumindest im Februar wieder ganz normal Karneval feiern können.